Servus und grüß dich bei mir in der Werkstatt. Wer hat denn auch so eine Akkuhalter-Ladestations-Mist gebaut? Ich finde das nicht gut. Ich denke mal, man braucht das eigentlich auf einer bestimmten Höhe, damit man drunter den Platz dann noch irgendwie nutzen kann. Also muss ich das so weit umhaben. Die Ladegeräte oben drauf, jeder auf YouTube hat gesagt, da wo die Akkus sind, müssen die Ladegeräte um sein, dass es beieinander ist. Ich habe das auch geglaubt. Mir ist das auf alle Fälle zu hoch. Ich muss da immer oben rumfriemeln. Ich sehe da nicht auf Geräte oben drauf und so weiter. Mir passt das nicht. Ich weiß auch jetzt irgendwie nicht genau. Wahrscheinlich ist das deswegen, weil man sieht irgendwas auf YouTube von anderen Werkstätten, die schaut super aus, da sind wahnsinnig tolle Dinge dabei, wo der Akku da drin hängt. Um das geht es mir jetzt aber auch nicht. Nur irgendwie hat jeder das gesagt und jeder das vermittelt, das Akkuladegerät muss da sein, wo der Akku aufbewahrt wird. So ein Schmarrn. Wann immer ich einen Akku wechseln muss, muss ich ihn immer dann wechseln, wenn ich irgendwo in der Werkbank oder irgendwo in der Werkstatt unterwegs bin und muss dann zurück zu der Ladestation und muss das umeinander tun. Also grundsätzlich ist das Ladesystem von der Akkuaufbewahrung, von der Schrauberaufbewahrung vollkommen unabhängig. Ist ein Quatsch. Wer sagt, das muss so sein? Red ein Schmarrn. Braucht man nicht. Ich persönlich habe ein ganz großes Problem mit dieser Geschichte, dass ich da oben drauf jede Menge Staub immer habe. Ich meine, mich staubt halt einfach einmal in der Werkstatt, in der kleinen Werkstatt, finde ich, staubt es noch viel mehr wie in der großen. Zumindest legt er sich dann schneller irgendwo da gleich wieder nieder. Überhaupt, meine Ladegeräte, die Dinger, die schauen aus, katastrophal. Das mag ich so nicht mehr haben. Ich lasse mir was anderes zeigen. Bleibt dran, schaut es euch an. Ist bestimmt nicht schlecht. Damit die Stromversorgung in so einer Schublade, nicht in der, sondern in der da hinten, aber grundsätzlich zum Zählen, dass die Stromversorgung für so eine Schublade hält, muss man ja von hinten irgendwie oder von oben, egal wie, irgendwie einen Strom reinbringen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, weil wenn man die Schublade rauszieht, muss man das Kabel nachziehen. Was passiert dann mit dem Kabel, wenn es drin ist? Ich nehme dann so ein Spiralkabel, da kommt jetzt dann mein kleiner Trick. Das Spiralkabel tue ich oben, hinten an dem Deckel befestigen. An der Tischplatte unten befestigen, dass das nur praktisch 20-30 cm hin und her muss. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, ich habe natürlich kein Spiralkabel da gehabt. Ich habe natürlich kein Spiralkabel da gehabt. Ich habe ein ganz normales Anschlussschnur, Gummikabel, und zwar kein H07, sondern ein H05. Eigentlich das vermeintlich billigere. Das H07 ist die Oberfläche ziemlich rau, außer man hat dann ein Silikonkabel, da glaubt aber das wieder nicht. Also das Beste ist schon so entweder so ein Vollgummi oder das H05 ist mir bei sowas am liebsten. Das Ganze dann irgendein Metall, das ist nicht optimal, das ist ein Bohrer. Am besten war irgendein so ein Alu-Rohr, relativ dünn, 1 cm Durchmesser sowas. Dann tut man das auf einer Seite mit einem Isolierbandel festkleben. Das zeige ich es einmal so. 150.000 Mal. 150.000 Mal dann umwickeln. Föhnen. Und zwar mit 5 bis 8 cm Abstand. Jetzt tue ich ein bisschen das wieder auf. Ich habe es ja natürlich schon probiert, ob das funktioniert hat. Ich habe mir da einen Schraubstock hergestellt gehabt. Hab das da so draufgelegt, hinten und vorne festbunden, dass das so bleibt, und hab dann da mit dem Föhn 5-8 cm Entfernung, volle Hitze, aber natürlich schon 2 Minuten und das immer wieder Draht. Der Bohrer ist dann auch richtig gut warm gewesen. Und dann kommt der große Trick. Dann das so eingespannt lassen und in den Kühlschrank einlegen. Jetzt, wenn ich das rausziehe,
Es ist nicht perfekt und vielleicht nicht für immer. Aber es ist eine Spiralkabel. Es zieht sie wieder zurück. Es hängt mir nicht unten runter. Und für meinen Zweck reicht es vollkommen. In der Mitte von der Schublade geht es dann in die Schublade rein. Und wenn ich dann die Schublade aufziehe, brauche ich ja gerade so ein Stück. Und beim Zurück auch. Und mir hängt das Kabel nicht mehr irgendwo rum. In meinem letzten Video habe ich ja den Halter da gezeigt, habe da die Dinger raus da und habe da den verkehrten Namen gesagt. Das, was ich da drin habe, ist mein Klemmsia Adapter Basic. Den darf ich nicht mehr hergeben. Klemmen wir da mal das alles innen in der Schublade. Das heißt, da kommt jetzt einfach nur der Schalter ein. Wir brauchen einmal den stromführenden, die Phase her, einmal eine geschaltete Phase zurück und einen blauen, einen Neutralleiter, damit wir den Schalter beleuchten können mit einer Kontrollleuchte. Jetzt machen wir das Ganze mal. Das ist mal ganz richtig. Alle Drähte, die man nicht braucht, in dem Fall jetzt, weil da sonst nichts drin ist, den grün-gelben und den grauen, brauchen wir nicht. Da haben wir Klemmen drauf, dass da nichts passieren kann. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich leider nur einen normalen Ausschalter da habe und keinen Kontrollausschalter. Das heißt, den Kontrollausschalter muss ich nachrüsten. In dem Fall brauche ich den blauen dann auch nicht. Mache ich auch eine Klemme drauf und rein. Und da wird braun mache ich als Phase und diagonal gegenüber beim Buschjäger. Dann stimmt die Schaltstellung unten noch ein. Das mag ich so haben.
Und in der Hohlwanddose, überhaupt allgemein, zumindest Steckdosen, immer mit den Dosenschrauben, den Geräteschrauben anschrauben und nicht mit den Spreizklemmen, mit den Krallen, weil mit den Krallen verletzt man ganz gerne die Adern. Die sind da jetzt wieder die Adern von dem fünfadrigen Kabel zum Schalter, die wir nicht verwendet haben. Da tun wir auch zum Abschluss wieder Klemmen drauf. Jetzt tue ich das vorbereiten. Also die Phase von meiner Zuleitung schicken wir zum Schalter. Vom Schalter zurück. Vom Schalter zurück auf die Steckdosenleiste und die Neutralleiter verbinden wir jetzt alle, da tue ich den dann doch abschließend auch gleich damit drauf. Das ist dann der Neutralleiter, der im Schalter die Kontrollleuchte ansteuert. Jetzt muss ich die Stromversorgung in der Schublade vorbereiten und dann können wir das eigentlich schon montieren. Nein, wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit gewesen. Noch eine Kleinigkeit. Ich tue das jetzt gar nicht irgendwie fest montieren. Ich will das abnehmbar machen. Und zwar, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich für meinen Teil arbeite nicht nur in der Werkstatt. Im Sommer haben wir ganz viele Daus, die wir zu machen. Und da muss ich das Ladegerät mitnehmen. Wenn das immer alles, ich sag ja, auf die Videos auf YouTube, die man da so sieht, schaut das alles wunderschön aus. Die haben dann stellenweise noch von unten angeschraubt und schräg, dass das wirklich wunderschön ausschaut und so weiter. Nur der Scheiß ist, ich muss ja das teilweise mitnehmen. Ich gehe ja nicht jetzt mal, wenn ich da oben draußen den Garten bin. Ich kann ja aber zum Akku, zum Batteriewechsel. Also kann jeder machen, wie er mag. Ich finde es so sinnvoller, wenn ich das Ladegerät dann mitnehmen kann. Genauso ist es, wenn es mal kaputt ist oder der Akku, der schmal kaputt ist, steck es aus, baue das neue wieder rein, stell es wieder so ein, das steht da drin gut. So schaut das jetzt aus. Da oben ist eine Dose. Da ist das sauber verklemmt. Das da hinten ist Zuleitung, das wird jetzt da nicht mehr stark. Wo haben wir nicht mehr stark sehen. Das ist Zuleitung, das nagelt jetzt nach. Und dann probieren wir den Mist. Der Schalter wird noch umgebaut. Mit in der Mitte eine Kontrollleuchte, ist ja schon alles vorbereitet. Den Neutralleiter habe ich schon drin geklemmt. Schalter aus, Schalter ein, andere Wippen, Rahmen drauf und fertig. Das ist die Einposition. So mache ich sie immer. Unten ist ein und oben ist aus. So stellt sie das jetzt da. Zack, dann gingen alle Leuchtdioden dann langsam aus, da so. Geh aus. So, jetzt an. Und das ist ein, dass man das glaubt sein. Und wieder ein, ohne dass dann drunter, oh Gott, dass da drunter der Schubladen haken würde oder sonst was. Das war's von dem Video. Das Ganze hat natürlich einen Grund. Die French Kid, die ist da hinten, seht ihr, ich kann weg, ich mag das nicht mehr haben. Auch der Akkuhalter, der Halter für die Schrauber, kommt so weg. Und da bin ich zum Nachdenken gekommen, was ich mit den Ladegeräten tue. Auf was ich mit dem Video eigentlich aussehen möchte, ich müsst euch, wenn ihr im Internet, auf YouTube, irgendwo seht, was euch gefällt, überlegen, ob das für euch Abos ist. Ganz viele bauen sich das irgendwie, mag ich wetten. Wenn viele, die jetzt ehrlich sind, die mir zuhören, die müssen dann sagen, ja, da hat er recht gehabt, der Helmut, wieder einmal. Für denjenigen YouTuber, der das macht, ist das wahrscheinlich super, weil der das in erster Linie, vor allem wenn es ein größerer YouTuber ist, eigentlich nur in seiner Werkstatt dann hernimmt, der fährt nicht stark mit dem Zeug umeinander. Aber ich Kleiner, oder mir, ich sage jetzt einmal, mir Heimwerker, Bastler, wir tun ja überall, wir tun ja nicht nur in unserer Werkstatt. Wir müssen beim Vater, beim Bruder, bei der Schwester, bei der Oma, bei der Tante, beim Nachbarn,
jedes Mal, jetzt stellt euch vor, ich habe das Ladegerät auf Ist hingeschafft. Das schaut super aus, keine Frage, wenn es da so schön schräg toll stehen und so weiter. Ich finde es einfach für das, was ich mache, unpraktisch. Darum habe ich das gemacht. Das meine schaut übrigens, fällt die fast besser aus wie alle anderen auf YouTube, weil ich es nämlich überhaupt nicht sehe. Das ist in der Schublade drin, gefällt mir unheimlich. Zum Thema mit den Schubladen. Ich habe mir das vor Jahren schon angewohnt, dass ich die Schubladen von der Tiefe her ein paar Zentimeter kürzer mache, dass man da hinten immer irgendwo ein Kabel verstecken kann. Genauso von der Höhe her. Ich habe den Rahmen immer so 4-5 cm unter, dass ich da ganz oben, ich als Elektriker habe ja so solche Problemchen öfters, dass man irgendwo ein Kabel verschwinden lassen muss, und da weiß ich das einfach schon. Ich weiß nicht, ob euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, darf ich mich über einen Daumen nach oben freuen, Kommentare. Und natürlich, wenn mich noch nicht abonniert hat, abonnieren. Das war's von mir. Viert euch, Servus!